Hey, servus, schöne Grüße aus Nova Scotia, aus dem herbstlichen Atlantic Canada. Ist das letzte Video, was wir gemacht haben, was ich gemacht habe, war irgendwann Ende Mai. Es gab jetzt eine lange Pause, gibt auch Gründe dafür. Zu den Gründen nur ganz schnell und was sich dann hier sonst so getan hat, dazu in diesem kurzen, spontan entschiedenen Clip. Bis gleich. So, also nochmal willkommen, schön, dass ihr reinschaut. Ja, warum diese lange Pause? Ich, ehrlich gesagt, ich will da gar nicht drauf eingehen, schon gar nicht hier auf den sozialen Medien. Nur so viel, bei uns sind dieses Jahr auf deutscher Seite ein paar Dinge passiert, die uns unser komplettes Jahr zerschossen haben. Und nicht nur das, wir hatten jetzt... Ja, auf ziemlich genau 4 Monate oder ich einfach keinen Bock auf Filmchen, auf Schneiden, auf sich Themen überlegen aus buntes, schönes Kanada. Unser Jahr ist ein Jahr direkt aus der Hölle, wie wahrscheinlich bei einigen von euch auch. Aber das hat Gründe, die wie gesagt mit der deutschen Seite zu tun haben. Ich will da jetzt nicht näher drauf eingehen. Fakt ist, wir sind gesund. Fakt ist, wir sind noch zusammen, also alles gut. Uta ist gerade an der Pointe Michaud, unserem Strand, und macht da einen Spaziergang und schaut, dass sie ein paar Muscheln sammelt. Sozusagen alles gut. Auf der anderen Seite, das ist ein Jahr, wo man wirklich sagt, ey komm, wir sind noch zusammen, wir sind ein starkes Team, wir sind noch gesund, wir packen das schon irgendwie. Es gab jetzt eine längere Pause. Diese Pause ist jetzt vorbei, damit möchte ich es belassen und euch jetzt ein kurzes Update liefern, was in der Zwischenzeit an positiven Dingen passiert ist. Auf der formalen Seite gesprochen, wir sollten in 5 bis 7 Monaten unsere Permanent Residence haben, also unsere Daueraufenthaltsgenehmigung in Kanada. Ein Mount Everest von Formularen, Anträgen, auszufüllenden Unterlagen, beizubringenden Unterlagen ist bestiegen, jetzt erfolgreich. Also wenn jetzt alles einigermaßen nach Plan läuft, haben wir in einem halben Jahr unsere Daueraufenthaltsgenehmigung, haben damit, wenn ihr so wollt, rechtssicheren Status in Kanada. Feine Sache. Das ist extrem positiv. Unsere Lodges stehen zumindest im Rohbau. Wir konnten die dieses Jahr nicht fertigstellen. Das hat mit vorgenannten unerfreulichen Dingen in Deutschland zu tun, zu denen wir irgendwann mal Klartext sprechen können und werden. Aber das ist jetzt nicht der Zeitpunkt. Aber die Guest Lodges stehen und wir hoffen, sie so fertigstellen zu können, dass wir dann zumindest sie nächstes Jahr für die nächste Saison nutzen können. Aber dazu gibt es auch noch mal ein kurzes Video. Weil das hier gerade sich anbietet, schwenke ich mal rum. Ihr seht hier, wir haben erheblichen Zuwachs bekommen, was unsere Tierwelt anbelangt. Wir haben 7 plus 10, seht ihr das da drüben? Haben 7 plus 10, also 17 Entennachwuchs gekriegt im Juli, von denen bis auf den Gunter, der da hinten fett vor dem Horse Trailer sitzt und faul, und 4 Mädels, also wir haben 20 Enten im Moment, von denen 17, 16 in die Gefriertruhe wandern innerhalb der nächsten 4 Wochen. Hier seht ihr unsere Gänse, 5 Gänse, ganz auch wieder so ein Thema. Also wenn du Tiere hast, ist immer irgendein Stress. Diese 5 Gänse kommen alle aus derselben Quelle, alle von demselben, ja, Züchter, wenn man so will, vertragen sich nicht. Also die hinteren 2, also die vorderen 3 dissen ständig die hinteren 2, weshalb auch die hinteren 2 in den nächsten 4 Wochen in die Gefriertruhe wandern und Frank endlich wieder nach 2 Jahren Verzicht 2 richtig super leckere Gänsebraten machen kann. Was toll ist, da freue ich mich jetzt schon drauf. Auf die Weihnachtsgänse freue ich mich jetzt schon, weil die das hier so nicht kennen. Ist auch schwierig, hier an Gänse zu kommen. Oder ist nicht schwierig, aber nicht so einfach. Was bei uns die Weihnachtsgans ist oder Martinsgans, ist hier in Nordamerika der Truthahn. Ich will aber meine Gans.
uns. Und dieses Jahr gibt es wieder ganz wie schön. Hier seht ihr James und Lisa, unseren Highland-Bullen und unser Highland-Mädchen. Auch das ist so ein Thema, die sollten sich schon längst vermehrt haben. Die sollten dieses Jahr, die Lisa sollte dieses Jahr ein Kalb gekriegt haben. Hat sie aber nicht. Auch hier wieder mit Tieren läuft irgendwie nie was so, wie du denkst. Und ich habe den Züchter angesprochen. Was heißt Züchter? Den Freund von mir, der eine kleine Herde hat, von dem wir die beiden Tiere haben, habe ihm gesagt, Viktor, du hast mir entweder einen schwulen Bullen verkauft oder eine lesbische Kuh. Meint er, Frank, ich habe 8, also der hat 8 Kühe, Highland-Kühe, von denen dieses Jahr eine nur gekalbt hat. Er hat nur ein Kalb von 8 Kühen dieses Jahr. Keine Ahnung wieso, passt irgendwie in das Corona-Jahr. Was echt sehr angenehm ist, wenn man hier auf der Property unterwegs ist oder sitzt am Haus auf der Terrasse und sieht hier diese friedlich weidenden Moschusenten, die im Gegensatz zu anderen Enten keinen Lärm machen. Es sind liebenswerte, intelligente Tiere, die das tun, was sie sollen, nämlich sich brav vermehren. Die Gänse haben sich dieses Jahr noch nicht vermehrt. Das kann bei Gänsen lange dauern, bis die eingewohnt sind und so sich in der neuen Umgebung eingewöhnt haben. Kann das bis zu einem Jahr dauern. Gänse hätte ich nicht gedacht, weil ich Gänse eigentlich mag. Aber Gänse können einem tierisch auf die Nerven gehen. Wir haben die hier die 3 übernachten hier in dem Horse Trailer, 2 übernachten da. Wie gesagt, unter dem Deck haben wir die hier mit so einer Sheepfence, also einem Plastik-Schafszaun, weil die sie nicht vertragen. Wenn du morgens an den Horse Trailer kommst, bist du noch nicht ganz wach, lassen wir morgens die Hunde raus und währenddessen läuft der Kaffee durch und dann geht einer von uns raus und lässt die Gänse raus. Und dann dieses Geschrei und Gezeter, auch tagsüber, die sind echt laut. Manchmal sind zum Teil völlig hysterisch, pathetisch, machen ein riesen Theater, scheißen alles voll, mit Verlaub. Das ist bekannt, macht hier ja auch nichts. Aber Gänse können tierisch auf die Nerven kommen. Egal, ich hoffe, die Weihnachtsgans wiegt das auf. Ich nehme euch jetzt mit zu unseren Schweinchen. Ich hoffe, die Beleuchtung passt sich an. Jawohl. Wir haben am 18. September, witzigerweise, haben beide unsere Sauen in der gleichen Nacht oder am gleichen Morgen zeitgleich Junge bekommen, also geferkelt. Und wir haben 5 plus 7 sind 12 kleine Manga-Litzer-Ferkel. Und wie immer, wenn man filmen will, sind die natürlich jetzt nicht da. Aber schauen wir mal, ob wir die rufen können und ob die dann kommen. Pick, 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 pick. Pick, pick, piggy. Hey, komm mal her. So, hat ein bisschen gedauert. Aber hier sind die Masse unserer 12 Ferkelchen. 5 und 7. Und das sind die beiden stolzen Mamis. Hier sind die beiden Eber. Rechts der kleine und links der große. Jetzt voll ausgewachsen, 250 Kilo. Der kleine wird auch irgendwann innerhalb der nächsten 6 Monate geschlachtet. Für den Eigenverbrauch wird nicht verkauft. So dass wir nächstes Jahr zum ersten Mal unser eigenes Manga-Litzer-Fleisch haben. Jo, also das ist im Schnelldurchlauf, sind so die Neuigkeiten von uns. Wir werden uns jetzt wieder regelmäßig melden, haben auch schon ein paar gute Ideen für neue Clips. Also, unser Leben war dieses Jahr nicht einfach, mal ganz vornehm ausgedrückt. Aber wir haben Tiernachwuchs, was so ein Ray of Hope ist. Es geht immer weiter. Wir sind gesund, wir leben in einem tollen Land mit netten Menschen.
und irgendwie geht es immer weiter. Das soll es für den Moment genügen. Danke für die vielen Nachfragen aus eurem Kreis. Ich hoffe, es geht euch oder möglichst vielen von euch den Umständen dieses verfluchten Jahres nach zumindest gut. Und wir melden uns zeitnah wieder, regelmäßig wieder. Das soll es für den Moment gewesen sein. Vielen Dank fürs Anschauen, vielen Dank fürs Liken, gerne Kommentare. Liebe Grüße aus Atlantic, Kanada. Macht's gut. Servus.